Ja, servus, ich bin der Yannick Bandowski, komme vom VfL Bochum und bin jetzt neu bei der Spielvereinigung. Ja, wir hatten lange gute Gespräche. Ich hoffe, hier wieder ein solides Fundament legen zu können, dass ich nicht mehr so häufig verletzt bin. Ich glaube, dass die Mannschaft eine hohe Qualität hat und dass ich mich hier sehr gut weiterentwickeln kann. Ja, meine Ziele. Die mannschaftlichen Ziele werden wir natürlich erstmal intern besprechen. Wir wollen aber auf jeden Fall oben mitspielen. Und wenn es um die persönlichen Ziele geht, ist erstmal für mich das Wichtigste, gesund zu bleiben und viel Spielzeit zu sammeln. Boah, ist eine gute Frage. Hab ich jetzt so spontan keine Ahnung. Dadurch, dass wir meistens auf dem Platz stehen, habe ich noch nicht ganz so viele probiert, deswegen im Ruhrgebiet munkelt man, dass es beim Bochum ist, aber ja, hat jeder seine eigene Meinung. Das wird man sehen, das wird wahrscheinlich auch aufs System ankommen, welche Grundordnung wir da spielen. Ich denke schon, dass ich beide Positionen bekleiden kann. Ich glaube, mein erstes Zweitligator im ersten Spiel für die Löwen. Gleich zu treffen, das war mein Highlight. Ein langer Ball vom Innenverteidiger, Flachpass auf die Seite. Ich habe ihn im ersten Kontakt super mitgenommen, bin zielstrebig in 16 gegangen und habe ihn in eine kurze Ecke reingeschoben. Ich würde jetzt spontan sagen Torwart, auch wenn es relativ entspannt ist, aber die Position wäre nichts für mich. Sehr viele, muss ich sagen. Bin da sehr breit aufgestellt. Versuche schon so jedes Jahr, jedes zweite mir irgendeine andere Sportart anzugucken. Tennis habe ich schon gesehen, Eishockey, Basketball, Handball, Volleyball. Also sehr breit aufgestellt. Puh. Gute Frage. Auf jeden Fall will ich nach Amerika mal. Habe jetzt aber keine favorisierte Stadt. Ich bin gar kein Serientyp, muss ich sagen. Also das geht echt total an mir vorbei, ob es jetzt Game of Thrones ist oder irgendwas anderes. Das ist gar nichts für mich. Poker scharfkopfen kann ich nicht. Würde ich spontan sagen, dass es der Hermann war, der damals bei Kiel gespielt hat und heute jetzt für Darmstadt spielt. Für mich ist Lionel Messi, also den sehe ich am liebsten spielen. Nee.